Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Es geht weiter mit Lara. Und da sollen wir rauf. Na, ich bin gespannt. Boah, ich friere jetzt schon hier. Okay, los geht's. Das wäre genau das Richtige für mich hier. So eine rostige Leiter rauf. Im kurzen Hemd bei Minusgraden und Wind. Ja, nun gut. Dann gibt's ja nur noch eine Richtung, ne? Nach oben. Wenn jetzt schon die Pfoten abfrieren an dem kalten Eisen hier. Also, ich behaupte mal, ich bin wirklich kein Weichei, ne? Aber wenn ich das sehe, boah. Oh, das ist auch gut. Tipptopp. Na gut, die Aussicht entschädigt für alles, ne? Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Na, die machen sich's einfach, oder? Da wollen wir mal jetzt ein Notsignal suchen hier. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten! Komm schon, komm schon! Mayday, Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Mann, haben wir das gut gemacht. Flammen. Das kriege ich hin. Haben wir super hingekriegt und jetzt geht's richtig ab. So kommt man definitiv runter. So, ich dachte, wir können hier schon irgendwas machen. Oh, mal. Ah, da ist. Ah, ich glaube. Wir ziehen schon mal den Bogen. Treibstofftanks. Ja, wie praktisch, oder? Dann drehen wir das mal auf hier.
Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie wieder was übersehen haben. Okay, oh, der sieht ziemlich trocken aus, würde ich sagen. Ich will doch nur die Munition hier mitnehmen. Und da... Jetzt wird's was. So sollte es gehen. Jetzt gucken wir aber trotzdem, ob hier sonst noch irgendwas ist. Also ich sehe nichts. Dann zünden wir die Bude mal an. Müssen wir hier aufpassen, dass wir nirgendwo vorrutschen. Jetzt mal ganz im Ernst, wie viel Pech kann man haben, oder? Jetzt wird sie sterben. Knapp daneben ist auch vorbei. Ach, jetzt hier wieder so eine Rennaktion hier. Das finde ich immer ein bisschen nervig. Ich würde mal sagen, wir sind zu spät. Ja. Das hat ja nicht so gut geklappt. So, dann können wir jetzt hier die Fackel anmachen. Und müssen uns kein Feuer mehr suchen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier kann man doch hoch. Oder nicht? Ja, kann man. Aha!
Und das ist das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Man hat immer das Gefühl, man vergisst hier irgendwo was. Also ich würde sagen, der Kollege hat es hinter sich. Da können wir nichts mehr retten. Und da haben wir auch schon das nächste Feuer. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ja, das machen wir mal, ne? Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Achso, die war noch nicht fertig mit Quatschen. Na gut, dann jetzt schon. Ja. Wo sind wir hier eigentlich überhaupt? Lara, was zum Teufel ist passiert? Aha. Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. So, und das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.